Ich schwitze einfach komplett schon wieder im Gesicht. Grüße gehen raus an alle Gesichtsschwitzer dieser Erde. Ich meine es ernst, Leute. Ich meine es wirklich ernst. Welcome to Österreich. Wir sind gerade am Wandern. Und am Schwitzen. Ja, und das sind halt eine Sache, du musst halt eine neue Sonnencreme kaufen. Mm. Die Sonnencreme ist nicht gut, Leute. Die schwitzt sich einfach komplett wieder aus. Das hier ist natürlich, das liegt nicht an der Sonnencreme, aber bei Justin ist das ein Sonnencreme-Glow. Auf jeden Fall sind wir im Urlaub in Österreich. Alle, die den letzten Vlog Hunger habe ich eigentlich auch. Alle, die den letzten Vlog gesehen haben, wissen, dass wir schon hier sind. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne mal in die Playlist reinschauen von den ganzen Vlogs, die ich bisher schon hochgeladen habe. Auf jeden Fall sind wir im Österreich-Urlaub. Das läuft hier gerade einfach komplett rund. Und sind gerade am Wandern. Es hat heute Morgen geregnet und jetzt ist die Sonne da und es sieht einfach so krass aus. Ich kann euch gleich noch mal ein paar Blicke geben, weil jetzt sitzen wir hier gerade in so einer Lichtung. Oh mein Gott, das sieht auch so geil aus, Leute. Schaut euch das an, wie cool das einfach aussieht mit den Bäumen, Leute. Seid ehrlich, sieht schon cool aus. Das ist gerade unser Blick. Jetzt noch im Schatten. Das ist gut. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter. Für die Leute, die mir schon wirklich sehr lange, sehr, sehr lange folgen, damals zum Beispiel Thailand mitbekommen haben, wie wir im Thailand-Urlaub waren. Und damals auch noch auf Mallorca, wobei da habe ich noch gar nicht, da habe ich noch gar kein Social Media gemacht. Nee, habe ich nicht. Auf jeden Fall. Oh, guck mal, jetzt wird der Weg richtig gut. Hä? Hä, lol. Vor allem ist hier so eine richtig gute Straße. Kann euch auf jeden Fall die App Kahoot empfehlen. Kennen bestimmt auch richtig viele. Komoot. Wieso habe ich denn Kahoot? Ach, Kahoot ist dieses Spiel, was ich in der Ausbildung mehr in der Berufsschule gespielt habe. Ja, auf jeden Fall. Wir haben dafür ein Händchen, immer die Mittagssonne zu erwischen, wenn wir wandern gehen. Egal wo, egal wie weit, wie hoch, wie tief. Immer mittags. Ich, keine Ahnung, wie wir das schaffen. Es ist super unklug, Leute. Macht das nicht, aber es ist unser Signature-Move. Es ist einfach unser Signature-Move. Wir waren gerade richtig schön in der Sauna und haben drei Gänge gemacht. Leute, meine Haut. Guck dich meine Haut an. Die glowt richtig. Ich sag's, wie es ist. Noch nie so schöne Haut gehabt. Auf jeden Fall genießen wir gerade die Aussicht. Wir haben nach unserer Wanderung uns dazu entschieden, uns ins Restaurant zu setzen, was ultra schön auch gestaltet ist. Es war sauschön, auch bei gefühlt 30 Grad. Wir haben uns ein bisschen in den Schatten gesetzt und haben beide noch ein bisschen gearbeitet. Und jetzt haben wir das mit der Sauna gemacht. Jetzt chillen wir einfach auf dem Balkon, gucken uns die Aussicht an. Es sollte eigentlich gewittern, aber es gewittert nicht mehr. Ich wollte eigentlich noch das Video drehen. Hotel hier. Aber das Wetter ist irgendwie nicht ganz so geil. Also was heißt, es ist nicht ganz so geil? Es ist halt super bewölkt und ich hätte gerne Sonne. Ich warte auf die Sonne, Leute, aber die kommt halt gerade nicht. Deswegen denke ich mal, werden wir einfach entspannen. Wenn sie kommt, kommt sie noch. Wenn nicht, dann kommt sie halt nicht mehr, Leute. Und dann gibt es nachher lecker Essen. Da freue ich mich auch schon wieder richtig drauf. Schönes Ding, Leute. Ich kriege auch echt ein bisschen Hunger, muss ich sagen. Ich hatte gerade einen sehr guten Call mit Mara bei dieser wunderschönen Aussicht. Leute, schaut euch das an. Das ist so herrlich. Ich sag euch das wirklich. Auf jeden Fall. Bin ich gerade alleine, weil Justin holt unser Auto ab. Für alle, die den letzten Vlog verfolgt haben und den perfekt eingebauten Cliffhanger von mir mitbekommen haben bezüglich des Autos, wissen, dass wir einen platten Reifen hatten, kurz bevor wir hier angekommen sind. Wir sind so glücklich gewesen, dass wir noch diesen Berg hochfahren konnten. Ansonsten hätten wir ein richtiges Problem gehabt, überhaupt ja, anzukommen. Weil ich glaube, bei der Steigung irgendwo stehen zu bleiben mit einem kaputten Auto ist halt echt nicht so witzig. Vor allem, wenn gefühlt immer nur ein Auto auf der Straße fahren kann. Weil das auch so ein richtiger typischer Move von uns ist. Also ich weiß nicht, das ist so... Ich weiß auch nicht. Rückblickend fragt man sich ja immer, warum man sowas gemacht hat. Ne? Warum ist man diesen Weg in den Wald reingefahren? Da ist er! Er hat das Auto geholt! Yes. Oh, mein Stativ! Mhm. Oh, danke. Das habe ich mich die ganze Zeit schon drauf gefreut. Jetzt bin ich arbeitslos. Ja. Justin ist jetzt arbeitslos. Oh, guck mal, man sieht mich, wie ich das aufnehme. Oh, ist das cringe. Justin ist doch noch nicht arbeitslos. Man sieht dich gar nicht. Das ist einfach... Warte. Dreh mich mal kurz um, Leute. Einfach nochmal ganz kurz weird flex mit der Aussicht. Aber jetzt. Wir haben nämlich eben schon ein bisschen was drin gedreht. Ich hoffe, dass das alles gut wird. Und jetzt gehen wir raus an den Pool, wo Leute sind. Ich bin ja immer... Ich mag das ja immer nicht, ne? Wenn Leute woanders sind, man dreht dann so Sachen. Ich finde das immer ein bisschen unangenehm. Aber naja, es wird. Mir ist super warm auf jeden Fall irgendwie. Aber ich hab Bock. Das wird gut, Leute. Das wird gut. Da guckt das menschliche Stativ, ob der Platz gut ist. Wollen wir sagen, wir? Ja. Wir wollen noch eine entspannte Szene haben, aber irgendwie, ich möchte, dass dieser wunderschöne Boho-Stil halt so geil rüberkommt, aber... Und jetzt haben wir noch eine andere Stelle gefunden, mal gucken. Weil ich habe nicht so viele Interior-Szenen drin, also so viele Einrichtungsszenen. Das heißt, wenn ich mal welche reinnehme für die Sprachnachricht, wäre es schon cool, wenn es dann ballert. So wie das Ding hier. Genau, eigentlich wollten wir die letzte Szene drehen, aber es passt nicht, weil wir haben gestern eine schöne Bergszene aufgenommen. Da waren wir ja morgens unterwegs wandern. Das Licht war da nicht ganz so stark, deswegen habe ich mich kurz umsonst umgezogen. Wir drehen uns heute Abend, aber ich gehe jetzt erstmal zur Massage. Und das hat dann auch noch eine. Mhm. Also ganz entspannt, Leute. Ist ja auch Urlaub ein bisschen hier, ne? So,
Freunde, also ich bin wieder auf dem Zimmer. Justin ist jetzt bei der Massage, der hat ja eben gewartet. Boah, Alter, jedes Mal, wenn ich hier stehe, diese Aussicht ist einfach, es sieht immer so aus, als wäre das einfach gemalt. Ich weiß nicht, das erste Mal, als ich in den Bergen war, weiß nicht, ob ich das in dem Vlog jetzt schon mal erzählt habe, aber das erste Mal, als ich hier war bei einer Freundin, ey, ich habe mich hingesetzt auf so eine Wiese. Also das war, ich weiß gar nicht, ob das genauso hoch war, safe. Ich glaube nur, dass das Tal deutlich breiter war, also nicht so dicht mit den Bergen wie jetzt. Und ich habe mich einfach hingesetzt. Wir sind ein bisschen diese Wiese hochgelaufen. Ich glaube, es war Garmisch-Partenkirchen, wo auch immer alle Influencer früher waren und fotografiert haben. Da waren wir natürlich auch. Und da sind wir die Wiese hochgelaufen und ich habe mich umgedreht und ich war so, oh mein Gott, was ist das für eine Aussicht? Ich habe mich hingesetzt und erstmal 10 Minuten gechillt und erstmal diese Aussicht genossen, weil ich es nicht glauben konnte. Krass schön und wie krass es einfach aussieht, Leute. Krass, krass. Auf jeden Fall nehme ich mir jetzt meinen Laptop und setze mich ein bisschen raus. Werde schon mal das Reel fürs Hotel anfangen zu schneiden. Justin und ich haben nachher noch vor, die letzte Szene aufzunehmen, wenn das Sonnenlicht ein bisschen weg ist. Hoppala. Hallo, Leute. Mein Handy ist am Stüssel. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir eigentlich eine Vlog-Kamera gekauft habe, wenn ich jetzt am Ende doch irgendwie mit dem Handy filme, weil das ist irgendwie leichter. Wir sind wieder back aus Österreich. Ich habe hier ein bisschen mitgenommen und die Zeit trotzdem versucht zu genießen. Auf jeden Fall mache ich hier gerade meine Nails, Leute. Ich habe einfach seit 3 Tagen nur eine Hand fertig gemacht für eine Kooperation auf Instagram. Habe euch eine ganze Story abgefilmt. Leute, ich habe wirklich, und das glaubt man jetzt nicht, ich habe wirklich einen halben Tag daran gesessen. Das gedreht, dann geschnitten, dann hochgeladen. Boah, Alter, das war wirklich, ich glaube, die krasseste Kooperation, die ich jemals am Zeitaufwand am Stück für eine Story gemacht habe. Aber normalerweise dauert das nicht so lange. Ich brauche jetzt hier vielleicht eine Stunde für. Aber natürlich hing ich dann da so über der Kamera und habe versucht, diesen Winkel so zu treffen. Und dann war das noch dieses Design hier, was ich gerade mache, mit Pinsel und so. Dann habe ich so noch gezittert und war so, oh mein Gott, bitte verkack jetzt diesen Strich nicht, weil das sieht sonst kacke aus. Ja. Auf jeden Fall, Leute, habe ich heute mein Kolloquium. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen, Leute. Und ich bin excited, ja. Ich bin ganz entspannt. Ich habe das erst um 15 Uhr. Ich habe auch gestern bis 23 Uhr tatsächlich noch das erste Mal geübt, ja. Ich bin wirklich knapp vor. Normalerweise habe ich ja immer so meinen Puffertag. Einen Tag vor irgendeiner Prüfungsleistung, sei es Präsentation oder Klausur oder Abgabe vom Essay oder einer Hausarbeit oder jetzt halt auch Bachelorarbeit. Wobei, Bachelorarbeit habe ich auch verkackt. Ich nehme alles zurück, Leute. Also nicht verkackt. Ich habe einfach die Abgabe verkackt. Nein, ich habe das auch nicht verkackt. Ich habe einfach meinen Puffertag nicht eingehalten. Ich habe bis zur letzten Minute auch gefühlt irgendwie was gemacht. Naja, und ich bin gespannt, Leute. Ich kann es noch nicht fassen, dass das Studium heute quasi wirklich endet. Es endet einfach, Leute. Es endet einfach. 3,5 Jahre, ich glaube hier so jetzt 4. Ich habe ja ein Semester auch. Nein, das war ich so noch nicht richtig trocken. Hä? Egal, scheiß drauf. Wir ziehen durch. Fast 4 Jahre sind jetzt vorbei. Und es fühlt sich irgendwie komisch an. Es fühlt sich irgendwie richtig, richtig komisch an. So, ich hatte das schon nach der Bachelorarbeit, dass ich dachte so, hä? Ich lag auch gestern Abend im Bett und war so, ich habe einfach meine Bachelorarbeit schon abgeschickt, hä? Es ist auf jeden Fall richtig krass, weil das wirklich ja auch extrem lange meinen Content bestimmt hat, ne? Ich habe ja wirklich seit der Ausbildung Content Creation, Influencer, schon seit meiner Ausbildung 2017, als wäre es gestern gewesen. Und jetzt sitze ich hier und habe wirklich nach heute 16 Uhr nichts mehr davon. Also weder einen Angestelltenjob noch ein Studium. Ich kann einfach machen, auf was ich Bock habe, ohne irgendwie, auch wenn es nur gedanklich ist manchmal, ihr kennt das sicherlich, man hat vielleicht gerade nicht aktuell was zu tun, aber es ist immer hier oben irgendwas drin. Sei es der Job oder halt auch das Studium oder die Ausbildung oder die Schule oder whatever. Man denkt immer, boah, eigentlich müsste ich und boah, eigentlich müsste ich noch länger arbeiten, weil ich schaffe das alles nicht. Und oh, aber ich müsste das eigentlich auch noch hier noch ein Video drehen, sonst habe ich dann wieder keinen Content. Und es ist halt echt schon wirklich großer Gedankengulasch und Gedankenchaos der letzten Jahre gewesen. Aber es ist so krass, Leute, dass einfach dann, ich kann einfach machen, auf was ich Bock habe. In den meisten Fällen natürlich. Und das ist schon cool, oder? Das ist schon cool. Okay, Leute, ganz kurz Panik. Ich habe gerade eben, ohne Witz, in dieser Sekunde, eine E-Mail von meinem Dozenten bekommen. Das Wetter ist heute einfach so geil, Leute. Einfach strahlenblauer Himmel wie bei Animal Crossing. Muss ich nochmal ganz kurz einwerfen. Ich habe einfach eine E-Mail gerade bekommen, dass ich die Präsentation
an ihn noch schicken muss. Ich habe das irgendwie, es ist allgemein irgendwie so, Leute, ganz ehrlich, ich stelle euch irgendwie hier, dass das Licht irgendwie besser. Aber ganz ehrlich, mal ganz kurz zu dem Thema. Ich habe auch zu meiner Verteidigung, zu meinem Kolloquium nichts gefunden. Ich habe eine E-Mail bekommen für 2 Termine. Bei mir ist das so, ich muss noch einen Theorie-Praxistransfer vorher machen. Das heißt, mir ein paar Module raussuchen, dazu sagen, was ich davon in der Praxis übernehmen konnte. Genauso wie ein Modul benennen, was ich halt nicht so geil fand, wo ich halt nichts mit anfangen konnte. Und das halt auch begründen. Und danach kommt halt die eigentliche Verteidigung der Bachelorarbeit. Und ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum das... Ich glaube, das ist auch woanders überall so. Wieso findet man nie irgendwo etwas dazu, wie so etwas abläuft? Also ich habe wirklich die FAQs durchgeschaut. Ich habe alle Leitfäden durchgeschaut. Die E-Mail, wo das bestätigt wurde, dass der Termin praktisch eingetragen wurde. Nichts habe ich gefunden dazu, wie ich diesen Theorie-Praxistransfer mache oder allgemein, wie lange das geht, die Termine jeweils, wie lange ich sprechen soll. Auf jeden Fall habe ich alles durchgelesen, ich habe nichts dazu gefunden und ich sage euch ehrlich, hätte ich meine Freundin nicht gehabt, ja, Lena, die gute Lena, die das alles vor mir schon gemacht hatte, hätte ich wirklich nicht gewusst, was ich machen soll. Und ich finde das irgendwie so, weiß ich nicht. Also natürlich hätte ich in dem Ernstfall dann meinem Dozenten geschrieben oder bei meiner Uni irgendwie angerufen. Das kann man alles machen. Aber trotzdem denke ich mir halt so, Leute, ich bin hier am Ende. Ist das jetzt so schwer zu sagen, hey, du musst da 15 Minuten reden, da 15 Minuten reden und go for it. Immer dieses Verkomplizieren, ey, ich verstehe das wirklich nicht. Aber egal, auf jeden Fall habe ich gerade die Nachricht bekommen, dass ich die Präsentation schicken muss. Und Leute, die ist eigentlich noch gar nicht fertig. Guck mal, ich kann euch das mal zeigen. Das ist meine Deckfolie. Und das hier, Moment, ich muss einmal kurz umgreifen. Klick. Das ist meine Deckfolie von meinem Theorie-Praxistransfer. Toll, oder? Und dann stelle ich mich darunter erstmal... gleich vor hier, aber das zeige ich jetzt nicht, weil da stehen nämlich meine ehemaligen Arbeitgeber. Ja, und eigentlich bin ich noch gar nicht fertig, weil ich nämlich ja gestern kurz vorher erst gecheckt habe, bevor ich schlafen gegangen bin, dass ich nicht 30 Minuten reden muss, sondern 15 Minuten bei jeder Präsentation. Also ich dachte, ich habe 15 Minuten für den Theorie-Praxistransfer und 30 Minuten für das Kolloquium. Gestern dann aber abends erfahren, dass ich nur 15 Minuten auch beim Kolloquium selbst reden muss. Was natürlich jetzt besser so rum ist, weil ich kann jetzt Inhalte kicken. Aber ich habe gestern tatsächlich noch viel zu lange geredet. Das heißt, ich wollte jetzt eigentlich noch entspannt irgendwelche Sachen halt löschen, nochmal ein paar Rechtschreibfehler angucken, ob ich noch irgendwo was verschieben kann oder irgendwas umschreiben muss. Deswegen mache ich das jetzt ganz schnell und dann schicke ich das weg, weil ich darf dann ja auch nichts mehr ändern. Deswegen würde ich jetzt gerne einmal üben. Also Leute, ich habe jetzt gerade meine Präsentation weggeschickt. Ich habe die, glaube ich, dreimal aus der E-Mail rein und wieder rausgepackt und irgendwie nochmal neu runtergeladen, weil ich dann doch noch einen Fehler gefunden habe. Ich war super nervös, aber ich weiß auch nicht warum, weil wenn man diese wegschickt, dann ist es halt gesetzt. So, wisst ihr, was ich meine? Ich wollte das eigentlich noch nicht setzen. Ich dachte, ich habe so Zeit bis vorher. Naja, egal. Ein bisschen Joghurt am Mund? Nein. Wenn ihr das hier seht, da bin ich schon längst fertig, Leute. Da lebe ich schon mein Life. Da lebe ich mein Life. Wenn ich schon mal dabei bin, gibt es ein neues Update hier. Hier standen vorher noch die ganze Zeit... Er wird Weitwinkel an, Leute. Denkt dran, Weitwinkel. Hier standen ja vorher noch diese ganzen Esszimmerstühle, unsere alten. Und wir haben die über eBay jetzt endlich verkauft bekommen. Und jetzt habe ich die richtig schön für Platz. Generell macht mir das echt zu schaffen. Ich würde gerne, dass das hier alles irgendwann mal ordentlich ist. Aber ich sage euch ehrlich... Terrier überfordert mich. Sie überfordert mich wirklich. Das liegt daran, dass ich mich einfach nie entscheiden kann. Das habe ich bei ganz, 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 ganz vielen Sachen. Dass ich mich nicht entscheiden kann. Na. Also auf jeden Fall mich erstmal ready und guck nochmal so ein bisschen, was ich noch arbeiten kann. Oder einfach ein Video drehen? Boah, das weiß auch nicht. Wie oft habe ich mich eigentlich heute hintereinander schon so gezeigt hier in dem Zimmer? Ich weiß auch nicht, Leute. Auf jeden Fall habe ich gerade mein Stativ fertig gemacht. Und jetzt teste ich hier gerade mal. Ob alles funktioniert. Ich habe nämlich noch mein MacBook geupdatet. Das hat ein Update nötig. Ich habe Zoom geupdatet. Leute, ich habe Zoom geupdatet. Ich hatte Zoom schon das letzte Mal offen, als ich irgendwie eine Online-Vorlesung hatte. Die gab es auf jeden Fall. Aber ich war auf dem vierten Semester nicht mehr dabei. Und jetzt, Leute, ganz wichtig, wenn ihr irgendwas online macht, Moment. Ich teste jetzt hier nämlich gerade, ob ich den Bildschirm übertragen kann. Und auf jeden Fall funktioniert es hier. An dem grünen Streifen sieht man es immer ganz gut. Ist auch irgendwie lustig, dass ich euch jetzt hier gerade durch meine Kamera hier oben anspreche. Hallo, Leute, was geht? Hallo, kann ich es beenden? Da unten. Ah, guck mal, Leute, da bin ich wieder. Jetzt nochmal in groß. Wow. Das ist so komisch, jetzt gar nicht, wo ich hingucken soll. Ich weiß auch gar nicht, sage ich dann hier so, hallo, ja, herzlich willkommen, ich freue mich. Okay, ich werde jetzt erstmal weitermachen. Habe ich eigentlich wirklich mein Studium beendet, Leute? Ich bin der Meinung, ich habe an dem Tag des Kolloquiums mitgefilmt, war danach aber so fertig, dass ich da nichts mehr zu sagen konnte. Ich habe mich zwar noch
ganz kurz via Bild auf Insta gemeldet, aber halt auch nicht mehr hier. Ich war wirklich einfach fertig und total überfordert mit der Situation. Wir waren einfach nur noch essen. Es war wirklich ein sehr gutes Kolloquium. Also erstmal mein Erst- und Zweitprüfer. Super cool. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Die Stimmung war richtig angenehm. Also ich hatte auch gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwie aufgeregt war oder so. Und ich hatte das auch schon auf Insta erzählt. Ich hatte neben meiner Präsentation zu meiner Bachelorarbeit auch noch einen Theorie-Praxistransfer. Sprich, ich musste mir, ich glaube, 3 Module raussuchen und praktisch sagen, was ich von der Theorie in die Praxis mit übernehmen konnte. Also wie ich das zum Beispiel auf der Arbeit oder im Job oder wo auch immer anwenden konnte. Und genauso gut hatte ich noch ein Modul, wo ich Kritik üben durfte. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Und was ich daran halt nicht so gut fand und warum, wieso, weshalb. Und das lief richtig, richtig gut. Und danach haben wir kurz darüber gequatscht. Wir wurden noch 1, 2 Fragen dazu gestellt. Und danach habe ich gestartet mit der eigentlichen und wichtigsten Präsentation, nämlich meiner Bachelorarbeit. Ich habe es tatsächlich beides unter 15 Minuten geschafft. Einmal 14:30, glaube ich. Und ich habe natürlich eine Uhr nebenbei laufen gehabt. Also ich persönlich kann das ab, wenn nebenher eine Uhr läuft. Und ich kann dann auch immer ganz gut einschätzen, wie lange ich noch für den Rest brauche. Und ich hatte mir so 1, 2 Folien rausgepickt und mir ungefähr die Zeit gemerkt, wo ich wusste, okay, wenn ich jetzt die Zeit überschreite, muss ich ganz schön hinne machen. Und darf nicht mehr so viel einbauen. Aber wenn ich jetzt noch diese Zeit unterschreiben. Oder ist einfach mal meine Kamera ausgegangen, weil der Speicher voll ist. Egal, ich habe jetzt einfach mein Handy geholt, weil ich habe keinen Bock, die Speicherkarte zu leeren. Auf jeden Fall, was ich einfach nur ganz kurz damit sagen wollte, mein Studium ist vorbei, ich habe es geschafft und ich habe in der Zeit so viele tolle Menschen kennengelernt. Ich habe so viel auch in der Praxis, in meinem Job lernen dürfen, in den beiden und mega Leute, einfach mega. Ich bin richtig froh, dass ich das gemacht habe und jetzt darf ich mein Hobby als Job ausleben. Ich freue mich richtig krass darüber. Ich bin sehr stolz auf mich. Und ja, ich glaube, das wird eine richtig gute Zeit. Also Justin freut sich auf jeden Fall genauso sehr wie ich darauf, wenn ich mich gleich nicht entscheiden kann. So Leute, und zwar suche ich für mein Büro einen Art Sessel. Ich bin mir unsicher, was ich nehmen soll. Der Stoff ist richtig, richtig nice. Hat so ein bisschen Leinenoptik. Aber ich hätte gerne so Seitenlehnen, eigentlich wie bei dem Ding. Und jetzt gucken wir mal. So hängend, weißt du? Also diese Ecken würde es dann nicht so geben. Oh Mensch. Also anscheinend scheint es so zu sein. Jetzt würde es nur das Ding mit dem Stoff geben, aber das Ding nicht. Verstehe ich immer nicht, warum man das so macht, ne? Die Nachfrage wäre doch safe da. Also bei mir auf jeden Fall. Das würde ich aber auch sagen. Okay, du nimmst das eine. Batsch da halt die Sitzlehne. Oh mein Gott, ja. Also ist auf jeden Fall bequem, Leute. Sehr sogar. So, Leute. Und die andere Idee war, dass ich einfach einen ausklappbaren Sessel nutze, der eigentlich auch sehr bequem ist. Aber ich weiß nicht, ob mir der Stil so gut gefällt, weil der beige Stoff nicht so ganz meinen Vorstellungen entspricht. Das wäre übrigens jetzt das andere Modell. Und man kann das dann wieder oben quasi so ausklappen, was nochmal für Gäste natürlich ganz nice ist. Ich glaube, der Stoff, also ich habe mal schon mal ein Stoffmuster mit nach Hause genommen. Und der sieht jetzt ganz schön gräulich aus auf dem Video, aber der ist eigentlich schon beige, aber ist quasi fast genau in dem gleichen Ton wie der Fußboden im Büro. Und ich weiß nicht, ob mir das so gut gefällt. So genau, das war das andere, was ich nehmen könnte. Und zwar ist das so reklamiermäßig, schon ein bisschen ausgeklappt. Aber es ist sehr, sehr lang für das Büro, beziehungsweise ragt sehr doll in den Raum rein. Aber ist bequem, ne? Ich sag doch. Justin hatte gerade nochmal eine richtig gute Idee, Leute. Ich setze mich jetzt einfach nochmal in das Eckelement rein. Und dann weiß ich ja, wie sich da sitzt. Finde ich schon besser. Wenn ich jetzt das so anwinkeln würde, halt, wenn ich keine Schuhe hätte, ich glaube, das wäre schon bequem. Ich glaube, das würde ausreichen. Leute, kennt ihr das, wenn ein Laden alles umräumt? Ich komme hier gerade gar nicht zurecht, weil die ganzen Dinge irgendwie alle anders sind. Solange wir noch rausfinden, ist alles gut. Leute, es ist gerade was angekommen. Leute, mein Sessel ist einfach angekommen. Justin ist schon dabei, ich muss die Kamera rausholen. Er so, nee, ich will das aufbauen. Na gut. Ich bin so aufgeregt, das Ding soll ja hier in die Ecke kommen. Hier, Frieda, unsere neue Pflanze oder meine neue Pflanze fürs Büro. Ich bin echt so gespannt. Bin echt gespannt, ey. Ich finde, es sieht chillig aus. Fühlst du dich chillig? Ich fühle mich spirituell. Spirituell? Frieda steht dir auch unnormal gut, aber Frieda bleibt bei mir. Also Leute, jetzt nochmal ganz kurz. Justin hat jetzt eben nochmal das umgedreht. Wenn er jetzt so stehen würde, würde halt hier noch die Lehne hinkommen. Die würde halt ein bisschen höher hängen und ich glaube, würde nur bis hier ungefähr gehen. Dann Frieda halt da, nochmal ein paar andere Kissen. Und so würde es halt so stehen. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht entscheiden. Ich finde es, glaube ich, jetzt gerade so cooler. Weil ich finde den Blick, hast du dich mal andersrum raufgesetzt, wenn das Ding anders steht? Du hast halt das Gefühl, du guckst mehr zu Türen. Jetzt guckst du halt irgendwie
mehr in den Raum. Komischerweise, obwohl man ja mehr von der anderen Wand weg ist, aber man guckt irgendwie mehr in den Raum. Und mich stört es persönlich nicht, dass das Ding jetzt hier der Boden nicht so gerade ist, sondern so ein bisschen eckig. Mich stört es nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich einen Sessel, Leute. So oder so. Das Ding bleibt auf jeden Fall hier stehen. Hier steht, ich soll mich pieksen. Nein, das heißt, du sollst dich nicht pieksen. Da, Leute. Oh. Nimm das mal bitte wieder ab. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich krieg Armstarre und zwar auf beiden Armen. Auf Termin. Nicht, du hast Feierabend. Freitag ab 1, da macht ihr wieder seins. Hey, it's a party in the USA. Leute, wir haben den letzten Tag, bevor es für uns... Guck mal, man sieht dich doch gar nicht, Mann. Morgen geht's los in die USA. Flüge sind eingecheckt. Genau, Flüge sind eingecheckt. Da hat Justin alles gemacht, Leute, weil ich wäre viel zu nervös. Ich bin schon beim Esther durchgedreht. Darf ich eigentlich mitfliegen? Hast du uns eigentlich auch schon... Ach nee, Flüge sind schon eingecheckt. Wolltest du mit? Sag doch was. Ich finde es gar nicht lustig. Genau, unter anderem, ja, weiß ich gar nicht. Jetzt müssen wir eigentlich auch mal Koffer packen. Leute, wir müssen Koffer packen. Kann man das eigentlich vergessen? Naja, easy peasy. Ich habe mir übrigens hier oben richtig schöne Pickel-Patches in den Clip, Leute, weil ich einfach wieder schöne kleine Pickel bekommen habe. Aber vielleicht habe ich sie auch ein bisschen selbst provoziert. Ich weiß noch nicht, Leute. Entscheidet selber. Irgendwie will ich auch gar keinen Koffer packen. Ich will mich nicht entscheiden müssen, was ich jetzt mitnehme und was nicht. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, nehme ich die Kamera mit oder bleibe ich nur bei meinem Handy? Dann denke ich mir aber, auf einer Seite ich mir dann, ja, die macht schon bessere Bilder als das Handy. Manchmal ist es noch so ein bisschen mehr, das ist auch so ein bisschen mehr Tiefe, wisst ihr? Okay, nee, bevor ich anfange, wie viele Koffer, was haben wir jetzt eigentlich? Du hast einen Rucksack. Einen Rucksack? Ja. Geil. Ja, und ich habe dann das. Nein, sag mal jetzt. Das ist so unlustig. Also, weiß ich wirklich nicht, was wir haben. Das muss ich erst noch checken. Ja, kannst du es checken? Ja, nicht morgen. Nee, ich will jetzt Koffer packen. Okay, ich guck gleich nach. Okay, Leute, wir haben jetzt die beiden kleinen Koffer und... Wo ist er denn eigentlich? Ah, hier hinter uns. Perfekt. Noch einen großen für uns beide. Ich denke schon, dass das reicht. Warum lachst du so? Nur so. Im Endeffekt nimmt man eh mal viel zu viel mit. Das denke ich mir jetzt bei jeder Reise. Nee, nimm's nicht mit. Du ziehst es eh nicht an. Was? Was denn? Nichts. Achso. Und jetzt gibt's erstmal eine Essenspause. Gut, tut gut. Aber ich glaube, wir kommen ganz gut voran, oder? Was ihr gerade gesehen habt, war einfach die erste Sequenz von dem von der Story, die ich jetzt noch vordrehe für eine Kooperation, weil ich weiß, dass ich in den USA sein werde und die ganzen Sachen nicht mitnehmen werde, möchte, kann, weil es einfach viel zu warm wird. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das vorzudrehen. Und so sieht das immer aus, Leute. Ich gucke mir das immer 80 Mal an, ob das jetzt auch wirklich gut ist, weil ich weiß, dass es auf jeden Fall out of context auf einmal sein wird, weil ich auf einmal in meinem Büro stehe und nicht mehr in LA oder irgendwo anders. Und natürlich will, dass es trotzdem irgendwie gut ist. Und es ist tatsächlich auch für den Kopf, und das kann ich euch so sagen, es wird safe ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen so gehen, wenn man weiß, dass man an dem Tag wirklich das auch nicht eingebunden bekommt, weil das so komplett raus ist aus dem aktuellen Leben. Also sowas fällt einem dann unfassbar schwer, weil man oder weil das einfach schon von sich aus so raus ist. So wisst ihr, und man möchte dann trotzdem, dass es noch für alle Zuschauerinnen und Zuschauer und für auch die Brand und den Partner, dass es dann trotzdem cool ist. So, das ist halt echt nicht so einfach, dass das irgendwie trotzdem cool rüberkommt. Beziehungsweise, ach, keine Ahnung, vielleicht denke ich doch einfach zu drüber nach. Auf jeden Fall muss ich das jetzt drehen, weil Justin kocht nämlich gerade. Ey Leute, was geht? Ich habe gestern gar nicht mehr weitererzählt, weil wir einfach so im Stress waren, Leute. Ich saß noch bis 23 Uhr und habe meine Nägel fresh gemacht. Das sieht ein bisschen aus, als hätte ich irgendwie Spiegeleier drauf, aber egal. Wir haben aber alles geschafft. Ich habe meine riesige Liste abgehakt. Vielleicht kann ich die irgendwo mal einblenden, wenn ich die noch habe. Ich überlege jedes Mal, wenn ich fliege, ob ich was essen soll oder nicht. Auf dem Kurzstrecken würde ich das auf jeden Fall nicht machen, aber ich weiß nicht, ob ich nachher im Langstreckenflug was essen will. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ja klar, natürlich, weil Kreislauf. Auf der anderen Seite denke ich mir so, was ist, wenn ich so nervös bin, dass mir schlecht davon wird. Aber wir machen das jetzt so. Ich esse jetzt mein obligatorisches Käsebrötchen, das ich mir hier immer hole, mit schön Remoulade. Und dann werde ich erstmal so lange nichts essen. Ja, ey, das gab es das schon immer. Hm? Guck mal, richtig fancy. Wow. Und wie fühlen Sie sich so? Allzeitbereit. Allzeitbereit. Das ist das Beste, ja. Wirklich. Einfach und lecker. Oh, Sonne, wir sind jetzt in Frankfurt. Und gleich geht's los. Der erste Flug war richtig, richtig gut.
Ich hatte gar keine Angst. Also weder beim Start noch mittendrin noch bei der Landung, als es irgendwie gewackelt hat. Voll komisch, ich habe mich richtig wohl gefühlt, Leute. Lacht mich aus, aber mir hilft das immer richtig doll, wenn ich mir vorher zum Beispiel Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter auf TikTok oder Instagram anschaue, was sie den ganzen Tag so machen, wie deren Tagesablauf ist. Ich finde das so spannend und es beruhigt mich voll, weil ich sehe, dass es eine Routine ist und dass sie das so oft machen und nie irgendwas passiert. So, Freunde, also, wir sind jetzt im Flieger und unsere Plätze eingenommen. Ihr seid am Fenster, Leute. Ich habe mir gegönnt. Ihr seid am Fenster. Wir sind ganz kurz eben an der Business Class vorbeigesneakt, Leute. Schon geil. Es hat leider nicht geklappt, aber schon geil. Wir beenden den Vlog hier. Und dann geht's weiter in L.A. Da blende ich noch ein paar schöne Wolkenaufnahmen ein. So als Abschluss. Ein paar schöne, ein bisschen Wolken von oben. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. We see us. We see us? We see us. Ja. Wir sehen uns. Tschüss.